Gymshark, auch dir danke für deinen Beitrag hier, mein Lieber. Hey Caro, denkst du, XRP wird nach der Klage noch höher gehen als 16 Dollar? Ist es dann sinnvoll, nach der Rotation 80% zu verkaufen? Das musst du für dich selber wissen, das kann ich dir nicht antworten. Wir werden es tun, weil ich das für Fundamentals halte. Wenn die SEC-Klage durch ist, wird XRP durch die Relistings einen Pump kriegen. Das wird aber nicht außergewöhnlicher sein, als wenn die Rotation normal stattfindet. Jeder hat seine eigene Meinung dazu. Ich halte das für kompletten Schwachsinn, dass man das nur darauf basiert. Oh, alle warten so auf die SEC-Klage, wenn sie durch ist. Genau darauf. Leute, USA ist nur ein Land, ein einziges Land auf der ganzen Welt. Überall anders hat XRP regulatorische Klarheit. Aber nur weil die USA jetzt das erlaubt, werden alle auf der ganzen Welt anfangen, das zu nutzen. Die können das jetzt schon nutzen. USA regiert nicht die ganze Welt. Das muss man sich mal bewusst machen. Alle anderen Länder auf dieser Welt, außer USA, haben XRP nicht verboten oder sonst irgendwas. Klar, außer so Länder wie China, die haben Kryptos an sich verboten, arbeiten aber selber mit VeChain, Hedera und sowas zusammen. Das ist immer so ein bisschen, lässt mich immer ein bisschen schmunzeln, aber können sie doch alle jetzt nutzen. Alle können jetzt On-Demand-Liquidity nutzen, wenn sie wollen. Aber mysterischerweise warten jetzt alle auf die SEC-Klage in den USA. Erst danach werden alle anfangen, das zu nutzen und der Preis wird sowas von übel durch die Decke gehen. Ich bezweifle nicht, dass durch das Relisting dieser großen Exchanges der Preis nach oben gehen wird. Bezweifle ich null. Wird schon ein gutes Stückchen steigen dadurch, wird einen guten Pump kriegen. Aber wird das jetzt mehr sein, als wenn die Rotation stattfindet und XRP sowieso gepumpt wird? Nein, wird es nicht. Glaube ich nicht. Aber das ist jedem selber überlassen. Darum kann ich dir das nicht sagen. Das musst du für dich selber wissen. Überleg dir ganz gut, was du da machst. Und wenn du überzeugt davon bist und dir das sehr gut erklären kannst, dann halt dich daran. Ganz einfach. Ich versuche niemandem meine Meinung aufzudrängen. Ich versuche niemandem zu sagen, dass das, was ich denke, das einzig Richtige ist. Ich kann euch nur sagen, was ich als richtig empfinde. Wo ich denke, wo das Ganze hingehen wird. Und wie ich zu der ganzen Sache stehe. Das könnt ihr genauso für euch selber. Jeder einzelne Mensch, der da rein investiert hat, kann das für sich selber. Man muss sich nur gut genug darüber informieren, sich den Markt anschauen und sich die Frage stellen, so wie ich es gerade erklärt habe, warum? Warum soll nach der SEC-Klage das auf einmal auf mysteriöse Art und Weise auf 100 Dollar gehen oder was weiß ich, auf 16 Dollar direkt? Wieso? Als die SEC-Klage kam, Leute, guckt euch das mal an. Wie stark ist XRP gefallen? XRP ist 76% gefallen. Ja, werden wir einen Pump sehen, meines Erachtens nach schon, auf jeden Fall. Wird dieser Switch umgeschaltet und alle in den USA, alle Banken auf der ganzen Welt auf mysteriöse Art und Weise werden jetzt XRP und On-Demand Liquidity über Nacht anfangen zu nutzen und der Preis geht auf 16 Dollar direkt? Bezweifle ich einfach. Das bezweifle ich einfach. Ihr wisst, XRP ist sowohl bei den Crypto Heroes als auch bei mir privat die größte Position, die ich habe. Aber das sind für mich einfach Wunschträume, die man hat. Das alles an einem Land auszumachen, obwohl der Rest der Welt XRP jetzt schon adopten kann und jetzt schon nutzen kann. Das ist für mich irgendwie kindisch, dieser Gedanke. Ob das jetzt so kommen wird, dass wenn diese Information kommt, dass Ripple entweder Settlement durchgeführt wurde vor Gericht oder dass Ripple gewonnen hat, dass das wahrscheinlich zu einem Zeitpunkt passieren könnte, wo Wale sich dann entscheiden, dass die Rotation jetzt stattfinden wird, dass sie anfangen, den gesamten Markt zu pumpen und dass das dann auf mysteriöse Art und Weise dann genau zu diesem Zeitraum ungefähr sein wird, wo XRP die Klage gewinnt, dass es eventuell bis April dann andauert, dass sie warten, das könnte passieren. Es wäre ein Szenario, könnte passieren. Das weiß ich nicht. Aber halte ich das für möglich, dass XRP auch ohne Gewinn der Klage komplett gepumpt wird, weil die Rotation stattfindet? Alle Male. Alle Male, auf jeden Fall. Ich warte nicht auf die SEC-Klage. Auch wenn die SEC-Klage nicht durch ist, wird XRP steigen. Und wenn das Relisting dann kommt, wenn die Klage gewonnen ist, wird das nicht so übel durch die Decke gehen, wie die meisten sich das erwünschen und erhoffen.
Denn der Markt ist nicht durch positive News gesteuert. Auch wenn das für einige so aussieht. Ich kann euch genug Phasen zeigen, wo wir die besten News der Welt hatten und der Markt droppt einfach und droppt und hört nicht auf zu droppen. Ja, warum sagt da niemand was? Da haben wir doch so positive News und der Markt droppt, aber nein. Und dann kommt mal irgendwann eine Phase, da fängt der Markt an zu steigen und da gibt es positive News und da sagen sie alle, seht ihr, der Markt ist durch News gesteuert. Ja, aber das Ganze vergessen sie, wenn wir beim Fallen sind. Da interessiert es auf einmal niemanden mehr, wie viele exorbitant bessere News dann auf einmal da sind und der Markt trotzdem droppt. Und das Gleiche auch hier, Leute. Das ist eine Sache, die versteht man oder man verdrängt sie und sagt, nee. Aber nach ein paar Jahren den Markt werdet ihr verstehen, dass es einfach Sinn macht, was ich hier gerade erkläre. Aber gut, da muss jeder die Erfahrung selber sammeln und sich nicht nur rein auf mein Wort verlassen. So viel dazu, mein Lieber. Mambo Jumbo Rambo auf den Like-Button, Leute. Danke dir vielmals, mein Lieber. Liked, wenn ihr seht, was ihr hier mögt. Ne? Ich habe es schon wieder gemacht. Ich weiß nicht, was es ist. Ihr habt das auch schon richtig durch den Fleischwolf gezogen in der Comment-Section, als es passiert ist. Aber ey, auch so macht es irgendwo Sinn, ne? Ich weiß nicht.